Charlie de Vise. Geblieben, aber nur weil die beiden Alten gesagt haben, so nicht ins Stadion. Aber von den 20 Ausländern oder von den 20 Fans von der gegnerischen Mannschaft ist es eh nicht gelohnt, einen Baseballschläger mitzunehmen. Wir haben am letzten Tag von unserem Dreh in Istanbul Ayhan getroffen. Das ist so der Überchef von Charshi, der hat so ein kleines Café in Beşiktaş, in diesem Stadtteil. Also Beşiktaş ist nicht nur ein Fußballverein, sondern auch ein Stadtteil. Und das ganze Viertel rundherum, das ist halt so sein Revier, ja, und das ist ihm auch wichtig. Der meinte so zu uns, kommt einfach, wenn ihr einmal im Stadion wart, wenn ihr das einmal erlebt habt. So, ja. Alle flippen komplett aus. Das war, als er uns das gesagt hat, so ein bisschen, ja, jetzt verpisst euch halt und lauft so mit den Jungs rum. Er macht halt die Ansagen, ja. Aber seid immer dankbar, dass ich euch das möglich mache, dass er da überhaupt hingeht, ja. Und es ist schon ein rougher Kerl, aber was er so erzählt hat, war so krass sinnvoll, es war so straßenschlau. Was macht Charşi zu mehr als im Fanclub? Charşi özelliğini tabii ki Beşiktaş semtinden alıyor. Beşiktaş semti yaklaşık 2-3 bin yıllık bir semt burası. Tarihine baktığın zaman da Beşiktaş semti her zaman ilerici, aydın. Entelektüel birikim yüksek insanların yaşadığı bir yerdir. Buradaki insanlar demokrasiye, özgürlüğe son derece değer verirler. Beşiktaş semtini incelersen zaten Beşiktaş semtinden oluşan bir futbol takımının taraftarı da bu semtle paralel bir şekilde gelişir. En büyük özelliği Çarşı semtindeki çağdaşlıktan, laiklikten, özgürlükten ve demokrasiye inanmışlığından alır. Bunu da bütün ülkemizde görmek isteriz. Demokrasi sırf bize değil, özgürlük sırf bize değil. Bu ülkenin her yerine lazım. Er hat keinen Bock auf das Politische, sondern er hat eher Bock auf die Straße und darin Leuten zu helfen. Und genau das macht er auch, wenn er diese Blutspendengeschichte organisiert, wenn er die Wohnung klar macht für eine Frau, die sie dringend braucht und so. Und der hat jetzt keine Ahnung, Baseballschläger oder Messer irgendwie unter seinem Tisch liegen. Aber hundertprozentig, wenn der Typ blöd kommen will, dann findet er halt jemanden, der das Leben echt hart macht. Das ist auch einer von den Typen, die in den 80er Jahren so, denen halt so Männer unterstellt waren, so wirklich so Beşiktaş-Kämpfer, ja. Du bist jetzt schon einer der Älteren in Charşi, du hast es mitbegründet, sagst du. Wie seht ihr denn die jungen Charşi-Mitglieder, die auch bei Gezi dabei waren, auch zu den Spielen mitkommen? Ja, şöyle söyleyeyim, bir 12 Eylül öncesi, o darbe öncesi bir kuşak vardır. Bir darbeden sonra doğup büyüyen bir kuşak vardır. Yani iki kuşak arasında çok büyük bir fark vardır. Ich habe viele Steine abbekommen. Und war das ein bestimmtes Spiel? Oder? Ja, ja, immer gegen Fenerbahçe oder Galatasaray. Oder zwischen den beiden. Derby-Spiele waren einfach Krieg. Wenn du mit den Jungen sprichst, dann kriegen die so ein Lächeln und so ein bisschen feuchte Augen und erzählen halt von den 80ern, die sie halt nie miterlebt haben, weil sie selber noch beschäftigt waren, ihre Windeln voll zu scheißen. Ja, aslında yeni nesil eskiler gibi değil. Yani eski nesil birbirine çok daha bağlıydı. Tabii o zaman internet yoktu, cep telefonu yoktu. Globalleşen bir dünyada yoktu. Herkes kardeş gibiydi. Şimdi iki tane internet başında yazan insan da kendini türbünün en önünde sanıyor ama biz bunları olabildiğince geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Ki yani türbünde de görürsünüz. Beşiktaş her zaman biraz daha farklı. Hiçbir şey eskisi gibi değil ama dünya da eskisi gibi değil. Sonuçta biz de biraz daha küreselleşen dünyaya uyum sağlamaya çalışıyoruz. Die anderen Typen von Beşiktaş, aber auch vor allem von Charşi, von dieser Ultragruppe, schauen krass zu dem auf, ja. Weil der Typ einfach so eine krasse Autorität hat und nicht nur, weil er in den 80er Jahren mit dem Dönermesser auf die anderen losging oder das so mitorganisiert hat,
sondern einfach, weil er so ein Typ ist, dem du es so voll abnimmst, so, ja. Der ist krass herzlich, der ist krass nett zu dir die ganze Zeit, aber ja, du brauchst ihm nicht zu widersprechen, weil du keinen Grund hast, so, ja. So ein Kerl war das. Krasser Kerl. Aber fehlt den Neuen, die dazukommen, so diese Erfahrung mit den Dönermessern und verfolgt zu werden? Beziehungsweise wie wichtig ist es, Kontra zu bekommen von der Polizei, von dem Staat und auch von Gerichten, um so ein Wir-Gefühl herzustellen? Şimdi zaten gençlere en büyük miras olarak biz Beşiktaş olsun, Fenerbahçe, Galatasaray tribünü olarak 1995'te bir araya geldik. Üç tribün kendi aramızda barış imzaladık. Bu barışın şartlarını koyduk. Yalnız şunu belirteyim. Barışı da Fenerlerle Galatasaraylılar istedi. Biz üstün olduğumuz zaten her platformda belliydi zaten. İstanbul kan gölüne çevrilmişti. İstanbul'da artık 7-24 insanlar birbirini vuruyorlardı. Suikastler yapılıyordu. Hani her 3 takımında en az 7-8 tane spor branşı vardı. 7-24 kavga gürültü, vurulmalar, kırılmalar. Ya bunları şu anki kuşak zaten yaşayamazdı. Biraz kırılgan bir kuşak var. Daha doğrusu söylediğim yani. Artık burjuva bir kuşak oluşmuş yani. Und dann hast du einfach auch krassen Respekt, dass so ein Typ, der eigentlich nur ein Café hat, so eine Art Bürgermeister von Beşiktaş ist und halt, wenn er sagt, Çarşı geht jetzt zur Demo und macht Radau, dann stehen halt irgendwann 5000 Leute da und machen Radau und machen ihre Pyro-Spielchen und sowas verlangt schon Respekt, aber halt keine Angst, so, kein Mensch hat Angst vor ihm, weil es gar nicht so weit kommt, dass du ihm irgendwie so Steine in den Weg legst und ihn so, ja, anblaffst oder so. Es passiert einfach nicht. Akıl sağlığını yitirmiş bir ülkedeyiz şu an. Böyle olunca da her şey iç işe girdi. Wie viele Leute rufen denn auf deinem Handy an und wollen was zu Çarşı wissen? Normalde bile bakmamaya alıştırdım insanlara, o konuda rahatım yani. Auf der anderen Seite, klar, wenn es in Istanbul wieder losgeht, bist du halt besser auf seiner Seite als auf der von den anderen. Was wäre Gezi ohne Çarşı? Gezi olaylarındaki bir... Çarşı olmasaydı nasıl olurdu? Sönük geçerdi. Çarşının zaten ana fikri, ana teması hep ezilmişlerin yanında olması. Hep yoksulların, hep dışlanmışların yanında olması. Böyle Türk insanından gelen bir özgü bir gelenek çarşıda benimsemiş bir ruhtur. Sadece Gezi ile bağdaştırmamalı. İşte Soma'daki maden faciasında da çarşı oradaydı. Filistin'de İsrail, Filistin olayında da konsolosluğa yürüyüşler yapıldı. Halt eher trinkt, als sich mit den Typen anzulegen. Geil. So das Ablehnen, Dönermesse. Dieser relativ platte und einfache Demo-Aktivismus, der ist irgendwie verschwunden. Also die Leute gehen nicht mehr auf die Straße, wenn ihnen irgendwas nicht taugt oder wenn die Ampelschaltung zu oft auf Rot springt. Es zieht sich halt immer weiter zurück, ja. Und ich glaube, du hast in dieser ganzen Kulturszene und so schon Sachen, die nach vorne gehen. Aber ich glaube, man muss echt ehrlicherweise sagen, dass Gezi krass an Fahrt verloren hat. Spätestens nachdem der Park geräumt wurde. Erdogan ist Präsident, die AK-Partei, also seine Partei, ist im Parlament, stellt im Parlament die Mehrheit. Und ich glaube, was Gezi Park gebracht hat, war eigentlich nur, dass der Teil der Gesellschaft, der eh schon irgendwie so schief beäugt wurde, vor allem von den noch konservativeren, jetzt ernsthaft noch so ein Stück weiter am Abgrund steht. Wie siehst du heute, sowohl als Fußball-Ultra, der nicht mehr ins Stadion darf, als auch als Bürger der Türkei, die Politik und vor allem die Politik unter Erdogan in den letzten 10 Jahren? Ja, gidişata bakarsan, şu anki ülkenin demokrasisine bakarsan, yerlerde, hukuk sistemi yerlerde, medya yerlerde, herkes taraf olmuş. İnsanlar sokakta neredeyse ikiye bölünmüş bir durumda. İnsanların değerleri
hani toplumsal oluşan değerler, birbirini tamamlayan değerler bir anda gün yüzüne çıkartılarak silah haline dönüştürüldü. Mezhepçilik konuşulmaya başlandı bu ülkede. Çok dindarla laikler konuşulmaya başlandı. Yani gidişat hiç iyi değil. Yani Tayyip Erdoğan'ın ilk geldiği 5-6 yıl falan çok güzel hizmetler yaptı. Çok güzel, başarılı hizmetlerde bulundu. Ama daha sonra işte demokrasiyi içine sindiremeyen insanlar demokrasiyi bir takı olarak kullanıyorlar. Demokrasi onlar için bir amaç değil, bir araç olduğu ortaya çıkıyor. Es muss wahrscheinlich so richtig krachen. Aber ein Konsens ist nicht entstanden. Das ist, glaube ich, das größte Problem.